Interviewreihe Persönlich kurz und bündig. Heute haben wir Frau Christine Schüssler hier bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Frau Schüssler, Sie waren sehr lange hier in Nürnberg an der Stadtspitze tätig. Sie leiteten rund 9 Jahre das Bürgermeisteramt und haben jetzt seit dem letzten Jahr 2 neue spannende Positionen bei der Stadt Nürnberg inne. Einmal haben Sie die Leitung für das Amt vom Amt für internationale Beziehungen übernommen und zusätzlich etwas später dann noch die Leitung der Koordinierungsstelle Nürnberger Impfzentrum. Also wir finden 2 sehr spannende Themen. Das Impfen ist ja eigentlich gerade so das Thema schlechthin. Wir wollen aber auch nochmal auf den anderen Bereich eingehen, weil wir da ein schönes gemeinsames Projekt verfolgen, das Hermann-Kesten-Stipendium, das wir auch gleich noch eingehen wollen. Aber nun nochmal zum Thema Impfen. Das, wie gesagt, das Thema schlechthin. Wie ist denn aktuell so die Situation an den Nürnberger Impfzentren? Es gibt ja doch immer noch viele junge Leute oder Nürnbergerinnen und Nürnberger, die auf ihren Termin warten. Und da gab es ja mal von der Bundesregierung die Aussage, bis September bekommt jeder ein Impfangebot. Wie würden Sie das denn jetzt so für Nürnberg und die Impfzentren beurteilen, diese Aussage? Also zum einen muss man sagen, bei den Impfzentren und den Impfungen insgesamt hat es so viele Wechselbewegungen gegeben, dass ich jetzt eine Prognose nicht ganz wage. Aber man kann für Nürnberg sagen, wir haben jetzt knapp 250.000 Menschen zum ersten Mal geimpft. Und es sind doch jetzt viele Beteiligte neben den Impfzentren, auch die Hausärzte und die Betriebsärzte. Und insofern glaube ich schon, dass wir das erreichen können bis Ende September. 3 Monate haben wir noch Zeit, dass wir gemeinsam das schaffen können. Jetzt, wie erwähnt, Sie waren jetzt ja lange oder sind ja auch jetzt noch mit dem Impfen. Sind Sie sehr für die Nürnberger Bürgerinnen und Bürger tätig, waren es auch lange an der Stadtspitze, aber jetzt beim Amt für internationale Beziehungen geht ja so der Blick ins Ausland von der Stadt weg, Blick auf Nürnbergs Partnerstädte, Sie pflegen internationale Beziehungen, also weiter weg von der Stadt. Gibt es nicht doch trotzdem Parallelen bei Ihrer Arbeit? Auf jeden Fall. Also ganz klar, im Bürgermeisteramt hat man ein ganz breites Themenspektrum und genauso ist es beim Amt für internationale Beziehungen. Wir haben mit unseren Partnerstädten ganz viele Kontakte, Projekte, die eben ein breites Spektrum abdecken. Das kann mal der Klimaschutz sein, das ist Jugendaustausch, das ist Sportvereine, die sich treffen. Es ist das Thema Gleichberechtigung, was wir bearbeiten. Also auch wiederum ein ganz breites Themenspektrum, in dem wir uns bewegen. Und die zweite Ähnlichkeit ist, dass wir beim Bürgermeisteramt natürlich mit unheimlich vielen Organisationen und Personen Kontakt haben und versuchen, die immer wieder zusammenzubringen, um eben gemeinsam was zu entwickeln, Kompromisse zu fassen. Und genauso ist es auch bei der Arbeit mit den Partnerstädten. Wir arbeiten ja nicht alleine für uns, vor uns hin, sondern wir haben immer Partner und Partnerinnen in den Partnerstädten und in Nürnberg, die wir miteinander verbinden, die wir unterstützen bei ihrem Treffen, bei ihrem Austausch. Und insofern ist es durchaus eine ähnliche Arbeitssituation. Das Neue und Spannende ist natürlich, dass man mit ganz vielen verschiedenen Ländern zu tun hat, vielen Strukturen, vielen anderen Kulturen und da natürlich sich immer wieder auf was Neues einstellen muss, einschließlich natürlich vielen neuen anderen Sprachen, wo auch natürlich immer dann die Übersetzung noch mit notwendig ist. Aber also man hat Gemeinsamkeiten und neue Herausforderungen, das ist das Spannende. Ja. War das Reisen in der letzten Zeit eher schwierig. Nichtsdestotrotz, waren Sie denn schon mal in allen Partnerstädten der Stadt Nürnberg? Ich hoffe, ich schaffe das. Ja. Nein, natürlich konnten wir jetzt, ich habe im August letzten Jahres begonnen, konnten wir da eigentlich überhaupt nicht reisen. Ja. Das heißt, Partnerstädte habe ich, wenn, dann privat besucht. Ja. Sozusagen als Partnerstadt kenne ich vor allem San Carlos und Córdoba, die ich in der Funktion eben im ehrenamtlichen Bereich besucht habe. Und Einzelne, die man halt als Privatperson kennt. Aber ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Es geht auch schon los, ich habe schon die ersten Reisen geplant. Ah ja. Ja, trotzdem die Frage für die beiden Städte, wo Sie schon waren. Haben Sie da vielleicht, also wenn die Nürnbergerinnen und Nürnberger die Städte auch gerne bereisen wollen, haben Sie da einen bestimmten Tipp, eine Art Geheimtipp oder Insider-Tipp, wie es auf den Reiseführern heißt? Oder was sollte man da gesehen haben? Gut, ich meine, bei Córdoba gibt es keinen Geheimtipp, oder gibt es sicher Geheimtipps, aber das Besondere ist natürlich die Mesquita dort, die Moschee verbunden mit einer Kathedrale.
Und in San Carlos ist das Wichtige, dass man mit Menschen in Kontakt kommt. Mhm. Und das ist generell vielleicht der Geheimtipp für alle Partnerstädte. Mhm. Es ist wirklich schön, wenn man mit den Menschen vor Ort Kontakt hat, die einem dann auch wirklich die Geheimtipps zeigen können. Und das unterstützen wir einfach gerne von unserem Amt aus, sei es, wie gesagt, wenn der Sportverein Interesse hat, sich mit einer Partnerstadt auszutauschen, unterstützen wir das gerne und da kriegt man die besten Geheimtipps. Jetzt wollte ich nochmal auf das Hermann-Kesten-Stipendium zu sprechen kommen. Das gab es ja schon mal eine Zeit lang vom Amt für internationale Beziehungen, wurde dann ausgesetzt und wurde jetzt dieses Jahr in einer neuen Form wiederbelebt. Dieses Stipendium wendet sich in erster Linie an Autorinnen und Autoren aus dem Ausland bzw. in den Partnerstädten und wird dieses Jahr auch so ein bisschen mit einer Kooperation mit der hier ansässigen Koordinierungsstelle Literatur am Bildungscampus umgesetzt. Wollen Sie uns das Stipendium in der aktuellen Form einmal vorstellen, was es damit auf sich hat? Gerne. Vielleicht noch mal ganz kurz Zurückblick, wie das entstanden ist. Das war damals beim Stadtjubiläum 2000 ist es so als eine Idee entstanden, dass wir Autorinnen und Autoren oder Journalistinnen und Journalisten aus Partnerstädten einladen, die dann gemeinsam hier eine gewisse Zeit verbringen, mit dem Ziel natürlich, dass sie Nürnberg kennenlernen und dann auch über Nürnberg was schreiben. Und wir haben das mehrmals durchgeführt und haben es jetzt mal einige Jahre unterbrochen aus finanziellen Gründen, hatten aber immer im Kopf, wir würden das gerne wieder aufleben lassen. Und da hat sich jetzt die Kooperation eben mit der Stadtbibliothek als sehr gut erwiesen, dass wir das gemeinsam wieder aufleben lassen. Das Neue diesmal ist eben, dass wir zum einen sagen, wir wollen diesmal Tandems bilden. Und zwar ein Tandem von einem Autor, Autorin mit einem Übersetzer, Übersetzerin. Und das Zweite ist, dass wir diesmal auch Nürnberg und Umgebung mit einbeziehen. Also ein Part des Tandems soll aus Nürnberg oder den benachbarten Städten kommen. Und das Ganze wird stattfinden im September. Wir hatten das eigentlich ursprünglich jetzt schon geplant gehabt, weil wir das natürlich zu den Texttagen dann die Personen da gehabt hätten und sie hätten vielleicht dann auch Lesungen durchführen können. Das hat wegen Corona leider nicht geklappt. Wir hoffen jetzt aber, dass das im September möglich ist. Mhm. Die kommen dann zwei Wochen aus verschiedenen Partnerstädten eben und treffen sich hier mit ihrem Tandempartner. Mhm. Wie gesagt, es kann sowohl ein Autor aus Nürnberg sein mit einem Übersetzer oder Übersetzerin aus einer Partnerstadt oder umgekehrt. Das Hermann-Kesten-Stipendium, das ist jetzt ein Projekt vom Amt für internationale Beziehungen. Ich hatte schon erwähnt, dieses Jahr ist auch die Koordinierungsstelle Literatur des Bildungscampus mit dabei. Gibt es da noch weitere Projektpartner oder ist das einfach Ihr Projekt letzten Endes? Wir haben weitere Projektpartner, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Ne, besuchen wir natürlich immer möglichst viele Partner für solche Projekte. Neben der Stadtbibliothek ist es auch noch das Literaturhaus in Nürnberg. Und wir arbeiten auch eng zusammen mit dem Verband der deutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller Mittelfranken. Ja, nichtsdestotrotz, Sie haben es schon erwähnt, die Texttage, da sollen ja die Stipendiaten einmal vorgestellt werden, jetzt am 26. 27. Juni. Die Texttage Nürnberg, das ist jetzt ja so das erste große Veranstaltung zum Thema Literatur und Schreiben hier in der Stadt, beziehungsweise auch so eine der ersten größeren Veranstaltungen. Viele Literaturinteressierte freuen sich da schon sehr drauf, soweit ich weiß. Sie persönlich, jetzt haben wir die Lockerungen, es passiert wieder viel mehr nach der langen pandemiebedingten Ruhezeit. Was gibt es, auf das Sie sich jetzt so richtig freuen, was man jetzt wieder machen kann oder was jetzt wieder stattfindet? Das sind mehrere Sachen. Ja. Einfach natürlich sich mit Freunden auch mal wieder im größeren Kreis treffen zu können. Aber auch natürlich die Veranstaltungen. Also ich bin ganz gespannt auf die Texte, die ich auf jeden Fall besuchen werde. Ja. Und für mich persönlich natürlich das Reisen in die Partnerstädte. Ja, das war ja vorher leider eben nicht möglich. Ja. Und Sie haben es ja erwähnt, die neue Form bei dem Stipendium ist so eine Art Tandemform zwischen Autoren, Autorinnen und Übersetzern. Also dass man das Übersetzen stärker in den Fokus rückt. Daher meine Frage an Sie zum Thema Übersetzen. Wenn Sie überlegen, was war denn das letzte gute Buch, vielleicht Ihre Buchempfehlung, das Sie in einer deutschen Übersetzung gelesen haben? Ui, das ist jetzt so schwierig. Ich muss zugeben, dass ich schon
ganz lange nicht mehr viel gelesen habe. Einfach, wenn ich ein Buch lese, was ich sehr gerne mache, dann will ich das in einem Zug durchlesen. Ja. Und da habe ich leider keine Zeit. Aber ich habe jetzt ein Buch geliehen gekriegt von einer Kollegin, die gefährliche Miss Miller von Alison Dixon, ein Krimi. Aber da ist das Besondere, dass das von einer Nürnbergerin übersetzt worden ist, von Ulrike Seeberger, mit der wir auch eng zusammenarbeiten. Mhm. Und das ist was, wo ich mich schon drauf freue und gespannt bin. Ja. Na, dann wünschen wir Ihnen Zeit, dieses Buch zu lesen. Trotzdem weiterhin ganz viel Erfolg in Ihren beiden Positionen hier bei der Stadt Nürnberg. Ja, und weiterhin alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank.